Guten Tag, verehrte Zuschauer. Der Nobelpreis für Physik ist in diesem Jahr dem 37 Jahre alten deutschen Wissenschaftler Johannes Georg Betnachts und seinem 60-jährigen schweizerischen Kollegen Alexander Müller zuerkannt worden. Die Akademie der Wissenschaften in Stockholm würdigt damit ihre Entdeckungen auf dem Gebiet von supraleitendem Material. Die beiden Wissenschaftler arbeiten am IBM-Forschungsinstitut in Zürich, hier Archivaufnahmen. Sie hatten im vergangenen Jahr ein Material entdeckt, das bei wesentlich geringeren Minusgraden als bisher elektrischen Strom reibungsfrei transportieren kann. Der deutsche Physiker Betnachts arbeitet seit 1982 an dem Institut. Der mit 628.000 D-Mark dotierte Nobelpreis geht zu gleichen Teilen an die beiden Wissenschaftler. Damit sind zum zweiten Mal hintereinander Mitarbeiter dieser IBM-Forschungseinrichtung ausgezeichnet worden. Der 60-jährige Schweizer Professor Müller ist seit 1973 Leiter der Physikabteilung dieses Labors. Der Nobelpreis für Chemie geht an die Amerikaner Donald Cram und Charles Patterson sowie an den Franzosen Jean-Marie Lehn. Sie arbeiten an der Entwicklung von Molekülen, die wichtige biologische Vorgänge nachahmen können. In Genf soll zur Stunde der Bericht über die Autopsie des am Sonntag tot aufgefundenen ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Baschel auf einer Pressekonferenz vorgelegt werden. Der Untersuchungsausschuss des schleswig-holsteinischen Landtages zur Aufklärung der Kieler Affäre wird seine Arbeit nun doch vor der Beisetzung Baschels fortsetzen. Am Montag soll der frühere Medienreferent Pfeiffer gehört werden. Für Uwe Baschel soll am Tag seiner Beisetzung im Ratzeburger Dom eine öffentliche Trauerfeier abgehalten werden. Das vereinbarte der geschäftsführende Ministerpräsident Schwarz mit der Witwe Baschels. Bundeswirtschaftsminister Bangemann hat die Kritik von SPD und Gewerkschaften an der geplanten Steuerreform als einseitig zurückgewiesen. Man wolle damit die Bürger bewusst verunsichern. Der baden-württembergische Ministerpräsident Späth, CDU, verlangt eine Nachbesserung der geplanten Finanzierung. Wenn die Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sowie die Jahreswagen künftig besteuert würden, werde er dem Koalitionsbeschluss nicht zustimmen. CDU, CSU, SPD und FDP haben im Bundestag das Demokratieverständnis der Grünen scharf kritisiert. In einer von der Union beantragten Aktuellen Stunde forderten sie die Grünen auf, sich von einer Erklärung ihrer Bundesvorstandssprecherin Ditfurth zu distanzieren. Diese hatte in der vorigen Woche erklärt, der Staat brauche nichts so sehnsüchtig wie den Terror, um von seiner eigenen Gewalt abzulenken. Wer so rede, meinten insbesondere Unionsabgeordnete, bereite den geistigen Nährboden für Terrorismus. Die Grünen verteidigten sich mit dem Hinweis, sie seien die erste Partei, für die Gewaltfreiheit ein Grundprinzip darstelle. In Berlin ist auf das Haus eines führenden Polizeibeamten ein Anschlag verübt worden. Der Beamte ist Leiter des Spezialeinsatzkommandos der Westberliner Polizei. Ein mit Sprengstoff gefüllter Feuerlöscher war in der Nacht auf der Terrasse des Hauses explodiert. Niemand wurde verletzt. Die Tat steht offenbar im Zusammenhang mit dem Einsatz Berliner Polizisten am Wochenende in Wackersdorf. Im Garten des Hauses wurden Flugblätter mit entsprechendem Text gefunden. Sie waren mit einem fünfzackigen Stern gekennzeichnet, wie ihn die revolutionären Zellen benutzen. Bundespräsident von Weizsäcker ist in Ankara für seine Verdienste um die Völkerverständigung mit dem internationalen Atatürk-Friedenspreis ausgezeichnet worden. In seiner Dankesrede äußerte er sich überzeugt, dass die Türkei den Weg zur Demokratie und zur Achtung der Menschenrechte fortsetzen werde. Als seinen Herzenswunsch bezeichnete es von Weizsäcker, dass Türken und Griechen zu einem gut nachbarlichen Verhältnis finden. Ein unter liberianischer Flagge fahrender Tanker ist am Morgen vor Dubai von einem iranischen Schnellboot aus beschossen worden. Das Schiff wurde leicht beschädigt. Zum Thema Trunkenheit am Steuer hat der ADAC ein richtungweisendes Urteil des Oberlandesgerichtes Koblenz veröffentlicht. Danach droht nicht nur dem alkoholisierten Fahrzeuglenker der Führerscheinentzug, auch der Fahrzeughalter, der einer fahruntüchtigen Person seinen Wagen überlässt, muss wegen Beihilfe zur Trunkenheitsfahrt mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen. Die Wetteraussichten bis morgen Abend. Von Westen her zunehmende Bewölkung, die morgen auch den Osten Deutschlands erreicht. Nachfolgend länger anhaltender Regen. Nur im Südosten föhnig aufgeheitert. Tiefstwerte heute Nacht zwischen 5 und 9 Grad. Höchsttemperaturen morgen in Föhngebieten bis 19, sonst zwischen 13 und 17 Grad. Stark auffrischender in Böen und an der See Sturmstärke erreichender Südwind. Heute aus den Ländern.
Bremen. Einen Monat nach der Bürgerschaftswahl trat heute das Landesparlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. In der 100-köpfigen Bürgerschaft hat die SPD mit 54 Mandaten die absolute Mehrheit. Alle 100 Abgeordneten mussten sich heute Nachmittag auf ihrem Weg zur ersten konstituierenden Sitzung der bremischen Bürgerschaft ihren Weg bahnen. Der Protest der Demonstranten in KZ-Häftlingskleidung richtete sich allerdings nur gegen einen der neu gewählten Parlamentarier, Hans Altermann, Abgeordneter der rechtsradikalen Deutschen Volksunion. Mit Altermann zieht zum ersten Mal seit den Wahlerfolgen der NPD Ende der 60er Jahre wieder ein Rechtsextremist als Abgeordneter in ein bundesdeutsches Landesparlament ein. Im Plenarsaal selbst gingen die Abgeordneten zur Tagesordnung über. Auf dem Programm stand unter anderem die Wahl des Bürgerschaftspräsidenten. Als Vertreter der stärksten Fraktion wurde der bisherige Präsident Dr. Dieter Klink, SPD, in seinem Amt bestätigt. Der 57-jährige Sozialdemokrat steht der Bürgerschaft seit 16 Jahren vor und ist somit der dienstälteste Parlamentspräsident der Bundesrepublik. Statt bisher drei sind in der bremischen Bürgerschaft diesmal 5 Parteien vertreten. Während sich die CDU-Fraktion um fast 10% verkleinerte, konnten die Grünen ihre Fraktionsstärke verdoppeln und die FDP nach 4-jähriger Pause gleich mit 10 Abgeordneten einziehen. Landesbeihilfen, die Nordrhein-Westfalen 1982 in den Fördergebieten Borken-Bocholt und Siegen gewährt hatte, waren nicht unzulässig. Das hat der Europäische Gerichtshof auf eine Klage der Bundesrepublik Deutschland gegen die EG-Kommission festgestellt. Der Gerichtshof urteilte, die Kommission habe ihre Entscheidung nicht ausreichend begründet. Bonn. Zwei führende Elektrizitätswerke in der Bundesrepublik, die RWE und die VEW, haben damit gedroht, den Jahrhundertvertrag mit dem Steinkohlebergbau aufzukündigen, falls die Subventionen für die Kohleverstromung gekürzt würden. In gleichlautenden Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann, FDP, kündigten die Stromhersteller an, entweder die erforderlichen Rechtsmittel zu ergreifen oder die vertraglich geregelten Kohleabnahmemengen in Frage zu stellen. Kohle- und Energieversorgung waren heute auch das Thema im nordrhein-westfälischen Landtag. Statt zur Frühschicht einzufahren, waren sie vor den Landtag gezogen. Mehr als 200 Bergleute wollten dabei sein, wenn das Parlament auch über die Zukunft ihrer Arbeitsplätze diskutiert, über die Frage Kohle mit oder ohne Kernenergie. Der Ministerpräsident wiederholte, die Kohle sei nicht deshalb in Schwierigkeiten, weil die SPD aus der Kernenergie aussteigen will. Niedrige Ölpreise, stagnierender Stromverbrauch und zu viel Atomstrom, das seien die Ursachen. Umsteuern auf eine Energieversorgung ohne Kernenergie kann und darf nur im Rahmen von Recht und Gesetz geschehen. Politischer Wille allein kann weder fehlende Mehrheiten ersetzen, noch geltende Gesetze aus der Welt schaffen. Wir sind bereit, daran mitzuwirken, dass ein neuer energiepolitischer Konsens zwischen den Bundesländern und mit dem Bund erreicht wird. Ich suche dazu das Gespräch mit allen Verantwortlichen im Bund und in den Ländern. Aus der gemeinsamen Energiepolitik, da sei die SPD ausgestiegen, antwortete CDU-Fraktionschef Worms. Ohne Kernenergie keine sichere Kohle. Und auch von den Freien Demokraten ein Bekenntnis zur Kernenergie, ein behutsames Abrücken von Subventionen. Gleichzeitig aber ein Angebot zu gemeinsamen Gesprächen. Der Landtag einigte sich schließlich mit den Stimmen der SPD und der CDU auf das Konzept der Industriegewerkschaft Bergbau zur Überbrückung der Kohlenkrise. Die FDP stimmte dagegen. Im Bayerischen Landtag hat die Diskussion um die gewalttätigen Auseinandersetzungen vom Wochenende am Bauzaun der Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf mit einem Eklat geendet. Abgeordnete der CSU warfen der SPD vor, mit ihren Aussagen Demonstranten aufgewiegelt und an den Bauzaun getrieben zu haben. SPD-Fraktionschef Karl-Heinz Hirsemann nannte das unglaublich. Als CSU-Politiker dem Schmarndorfer Landrat Hans Schwierer und anderen SPD-Politikern vorwarfen, sie hätten die Maßnahmen der Polizei als terroristisch bezeichnet, ohne diesen Vorwurf näher zu belegen, sprach Hirsemann empört von einem Saustall. Die Fragestunde im Landtag wurde für 40 Minuten unterbrochen.
Entsorger 87. Hinter diesem Titel verbergen sich die Themen Abfallentsorgung und Altlastensanierung. Mit den damit verbundenen Umweltproblemen befassen sich 350 Experten auf einem Kongress in Essen. Der Bagger bringt sie an den Tag. Altlasten. Unterirdische Zeitbomben, die leise, aber gefährlich ticken. Hier ein altes Industriegelände, wo der Boden mit hochgiftigen Teerölen verseucht ist. Dort eine längst vergessene Müllkippe, in der gefährliche Abfälle schlummern. 40.000 Altlastenstandorte zählt man hierzulande. Jeder Zehnte müsste schnellstens saniert werden. Milliardenkosten für die öffentliche Hand. Vor allem für die betroffenen Kommunen, da die Verursacher von einst heute meist nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden können. Momentan wird vor allem dort saniert, wo Gefahr im Verzug ist. Beispiel Dortmund-Dorstfeld. Das mit Kokereiabfällen vergiftete Erdreich einer ganzen Siedlung wird ausgetauscht. Kosten für die Stadt über 40 Millionen Mark. Der verseuchte Boden kommt auf Sonderdeponien und nur ein kleiner Teil kann bislang durch eine neuartige Erdverbrennungsanlage für immer unschädlich gemacht werden. Und diese Entsorgung ist das eigentliche Problem, wie auch heute auf dem Essener Kongress wieder deutlich wurde. Für Altlastensanierung sind alle. Doch die Deponien und Anlagen zur sicheren Beseitigung der Abfälle aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft will keiner vor der eigenen Haustür haben. Diese Einrichtungen sind nicht umweltgefährdend, sondern umweltentlastend. Wenn wir sie nicht bekommen, werden wir die Gefahr von Altlasten der Zukunft wieder heraufbeschwören. Wir müssen das über Parteigrenzen hinweg durchführen, denn die jeweils örtliche Opposition ist natürlich immer gegen den Standort vor Ort. Und es macht keinen Sinn, dass wir uns wechselseitig immer wieder vor Ort vorführen lassen bezüglich einer umweltverträglichen Einrichtung. Berlin. Umweltschutz wird zurzeit auch bei der Berliner Stadtreinigung großgeschrieben. Im Müllverbrennungswerk Ruhleben gingen heute die ersten drei Rauchgasreinigungsanlagen in Betrieb. Hunderte von schweren Lastkraftwagen schaffen täglich Tausende von Tonnen Abfall in das Müllverbrennungswerk im Stadtteil Ruhleben. Von den 1,2 Millionen Tonnen Müll, die jährlich in West-Berlin anfallen, kommt ein Drittel hier an. Alles andere geht auf Mülldeponien, die in der DDR liegen. Vor dem Verbrennen wird der Müll zunächst in einem riesigen Bunker zwischengelagert. In die Flammenglut, in den Kesselhäusern gelangt er dann vollautomatisch. Ein Problem sind die Verbrennungsgase. Zwar werden sie hier schon seit 20 Jahren mit Elektrofiltern vom Staub gereinigt, doch genügte das den neuen Vorschriften der TA Luft nicht mehr. Daher hat Berlins Senat 60 Millionen Mark investiert. Der alte Schornstein wird demnächst abgerissen, ein neuer wurde gebaut, 102 Meter hoch. Es sind vor allem Schadstoffe wie Schwefeldioxid, Salzsäure und Fluorwasserstoff, die mit modernsten Aufbereitungsanlagen aus den Abgasen entfernt werden. Übrig bleibt Rauchgas sozusagen sauber. Am Mittag eine kleine Einweihungsfeier. Der regierende Bürgermeister Diebken gibt das Signal. Eine Uhr zeigt an, dass die neue Rauchgasreinigung funktioniert und der Schadstoffanteil auf Null geht. Die berühmte Berliner Luft auf dem Wege zur Besserung. Stuttgart. Baden-Württemberg will der geplanten Steuerreform im Bundesrat nur zustimmen, wenn die Besteuerung der Rabatte für Jahreswagen in der vorgesehenen Form nicht eingeführt wird. Das hat Ministerpräsident Lothar Späth, CDU, im Stuttgarter Landtag angekündigt. Klar sei aber auch, dass der Jahreswagenrabatt insgesamt nicht unangetastet bleiben könne, sagte Späth. Die Deutsche Bundesbahn wird in diesem Jahr rund 841 Millionen Mark in die Neubaustrecke Hannover-Würzburg investieren. Bei einer Pressefahrt konnten jetzt einige niedersächsische Streckenabschnitte besichtigt werden. Dieser Bahnsteig in Göttingen ist schon ein Stück Eisenbahnzukunft. Ab 1991 werden hier die superschnellen Intercity-Expresszüge der Bundesbahn anhalten. 327 Kilometer wird die neue Strecke Hannover-Würzburg lang sein. 11 Milliarden Mark wird sie kosten. Darin sind auch die etwa 13 Millionen enthalten, die es kostet, um hier südlich von Göttingen die neue Bahntrasse durch einen bis zu 26 Meter hohen Schutzwall von den nahen Wohngebieten zu trennen. Inzwischen wurde auf einigen Streckenabschnitten schon mit dem Gleisbau begonnen. Wo bei dieser kleinen Jungfernfahrt noch höchstens 20 Stundenkilometer erlaubt waren, werden die künftigen Superzüge bis zu 250 Stundenkilometer fahren. Die Reise Hannover-Würzburg etwa, heute fast 3,5 Stunden, wird dann nur noch 2 Stunden dauern. Ein Plus, von dem die Bahn eine Steigerung der Passagierzahlen im Fernverkehr bis zu 30% erwartet.
Die neue Strecke, ein Jahrhundertbau. Fast ein Drittel verläuft durch Tunnels, genau 294 Brücken gehören dazu. Besonders beeindruckend die neue Warra-Brücke, die sich in 60 Meter Höhe zurzeit noch Zentimeter für Zentimeter von Hang zu Hang vorschiebt. Soweit Nachrichten und Berichte aus den Ländern und nun zur Teleillustrierten. Guten Tag und willkommen zur Teleillustrierten. Liebe Zuschauer, für die 16-jährige Schülerin Isabel Esser war der Tag gestern mit Sicherheit kein gewöhnlicher Tag. In der Villa Hammerschmidt in Bonn wurde sie nämlich als eine der Besten im bundesweiten Wettbewerb um den Preis des Bundespräsidenten zum Thema Umwelt und Geschichte ausgezeichnet, und zwar von Richard von Weizsäcker persönlich. Über 5000 Jugendliche hatten an diesem Wettbewerb teilgenommen, rund 1000 Forschungsarbeiten sind eingegangen. Ja, und die Aufgabenstellung war, Umweltveränderungen der letzten 200 Jahre zu erforschen. Um diesen kleinen Bach in einem Bonner Stadtteil geht es in der preisgekrönten Arbeit der 16-jährigen Isabel Esser. Sie recherchierte in Archiven über die Probleme der Bachnachbarn vor 100 Jahren. Bereits damals hatte man hier Probleme durch eine Zellulosefabrik, die ihre schmutzigen Abwässer in den Bach leitete. Isabel erklärt vor Ort ausgezeichneten Wettbewerbsteilnehmern, wie schwierig schon vor 100 Jahren der Protest gegen Umweltsünder war. Verfasser der Beschwerden waren die Müller und andere geschädigte Adjazenten, das heißt Anwohner. Sie scheiterten, weil sie den Schaden nicht nachweisen konnten. Außerdem wurden sie von den Behörden nicht genug unterstützt. Vor allem der Regierungspräsident in Köln und der Bürgermeister von Oedekoven waren zunächst eher auf Seiten der Fabrikdirektion, die immer gute Ausreden hatte. Müller, die das Wasser dringend zum Brotbacken brauchten, waren die Leidtragenden dieser Zeit. Isabel recherchierte für ihre fast schon wissenschaftliche Arbeit auch Augenzeugen der frühen Umweltskandale. Hier eine 80-jährige Dame, die sich anhand von Fotos erinnert, wie oft ihre Vorfahren gegen die Zellulosefabrik protestierten. Ein einziges Mal hatten sie Erfolg. Die Fabrik wurde kurzfristig geschlossen. Doch bald darauf machte die Firmenleitung weiter wie bisher. Isabel beschreibt in ihrer Arbeit auch die heutige Situation des Baches. Eine Keramikfabrik verschmutzt ihn jetzt. Erstaunte Gesichter darüber. Nach der Preisverleihung geht es heute am Mittagstisch ganz normal weiter. Isabel ist zurück vom Tannbusch-Gymnasium, wo sie die 10. Klasse besucht. Ihr Vater, Geschichtslehrer an einer anderen Schule, unterstützte sie bei der Quellensuche und der Übersetzung alter Dokumente. Zusammengestellt, geschrieben und ausgewertet hat Isabel selbst. Fast ein halbes Jahr lang hat das gedauert. Alles freiwillig, wie sie sagt, neben der Schule. Gab es denn Leute, die sich gewundert haben, als du angefangen hast, da zu recherchieren, deine Geschichte, die gesagt haben, was, du als Mädchen machst sowas? Oh, ich glaube nicht, dass das heutzutage noch so ist, dass man da Unterschiede macht zwischen Jungen und Mädchen. Obwohl allerdings unter den Preisträgern relativ wenig Mädchen dabei waren. Obwohl ich mir vorstellen könnte, dass auch eine ganze Menge Mädchen jetzt an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Entscheidend vielleicht auch, den Umgang mit Büchern scheute Isabel nicht. Das Faszinierendste an ihrer Arbeit, so auch die übrigen Teilnehmer, man habe etwas für die heutige Umweltpolitik gelernt. In der Geschichte von Isabel, die Flussbewohner hätten sich zusammenschließen und politisch aktiver sein sollen. In den nächsten Tagen wird Isabel weniger über die Umwelt nachdenken, als vielmehr über ihre Hobbys, ihre Sammlungen und ihre Malerei, die in letzter Zeit zu kurz kamen. Und sie wird wieder mehr für das Schülerorchester üben, dort, wo sie ihre Freunde trifft. Stubenhockern kennt sie nicht. Am 4. Oktober 1957 hörten aufmerksame Funkamateure Piepstöne aus dem Weltall, die völlig neu waren. Die Sowjetunion hatte als erstes Land auf der Erde einen künstlichen Satelliten ins All geschossen, genannt Sputnik, damals eine Sensation. Im Juli 1969 landeten die ersten Menschen, drei Amerikaner, auf dem Mond. Ein Menschheitstraum war in Erfüllung gegangen.
Heute bevölkern über 6000 künstliche Himmelskörper das All und wir nehmen es mittlerweile fast schon als eine Selbstverständlichkeit hin. Welche Auswirkungen die Raumfahrt auf das Leben auf der Erde hat, das können letztendlich wohl nur die Forscher und die Wissenschaftler beurteilen. Am Montag wurde in Berlin das WIB, das Weltrauminstitut Berlin, eröffnet. Sein Leiter, der Physiker und deutsche Wissenschaftsastronaut Reinhard Furrer. 5, 4, 3, 2, 1. Das war der Start zur D1-Mission im Oktober 85. 7 Tage im Weltall mit einer internationalen Crew. 2 Deutsche waren auch dabei. Nach den spannenden letzten Sekunden Freude und Erleichterung im Kontrollzentrum. Doch vor den Beifall haben Wissenschaftler harte Arbeit gesetzt. Viel davon ist hier noch nicht zu sehen, im Weltrauminstitut Berlin, soeben gegründet. 30 Experten sollen künftig hier arbeiten, vermitteln und koordinieren zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Als Forschungs- und Ingenieureinrichtung wird das Weltrauminstitut auch die besonderen Probleme der Schwerelosigkeit untersuchen. Mittelständischen Unternehmen wollen die Forscher Experimentiermöglichkeiten im All anbieten. Die Zusammenarbeit mit den Berliner Universitäten funktioniert schon jetzt. Hier wird eine Testperson vorbereitet, die Mediziner untersuchen mögliche Ursachen von Raumkrankheiten. Wie reagiert unser Gleichgewichtssystem, wenn es keine Schwerkraft mehr gibt? Körperhaltung und Augenbewegung lösen bestimmte Reflexe aus. Die Assistentin spricht von einem Gefühl wie auf dem Karussell. Das Kurvendiagramm liest der Wissenschaftler fast wie ein EKG. Und so sieht es im Space Lab aus. Ähnliche Experimente am sogenannten Weltraumschlitten.